So, und damit recht herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal Nonbytes Fotos. Ich bin Dominik und willkommen zu Lumina AI außerhalb der Reihe, und zwar das Update 2 ist erschienen. Ich habe bereits ein Video dazu gemacht, welche Neuerungen es gibt. Allerdings habe ich diese nur erzählt, beziehungsweise erklärt, das Ganze ohne praktisch etwas zu zeigen. Das möchte ich jetzt nachholen, denn wie gesagt, das Update ist da. Jetzt endlich kann man euch etwas zeigen. Das Foto, was ich hier verwende, ist ein Stockfoto. Das ist nicht von mir selbst. Von wem das Ganze ist, also einen Link zu dem Foto und den Fotograf packe ich in die Beschreibung. Da ich leider kein entsprechendes Beispielbild habe, habe ich mir da ein Stockfoto im Internet rausgesucht, um euch das so ein kleines bisschen zu zeigen, was die Änderungen mit dem Himmelswerkzeug angeht. Erst einmal kommen wir aber zu den Vorlagen. Im Bereich der Vorlagen hat sich ein kleines bisschen was geändert. Wir haben hier auf der rechten Seite nämlich vier neue Bereiche, und zwar die Favoriten, meine Vorlagen, gekaufte Vorlagen sowie ältere Vorlagen. Also im Prinzip einfach nur farbmarkierte Button, die uns schneller zu den jeweiligen Bereichen führen, in dem Fall zu Favoriten, meine Vorlagen. Dadurch wird das Arbeiten mit den Vorlagen schneller und einfacher. Das ist eine gute erste Änderung hier in dem zweiten Update zu Lumina AI. Jetzt kommen wir zum großen Game Changer in diesem Update für alle Leute, die gerne den Himmel austauschen. Wenn wir jetzt den Himmelsbereich aufmachen, dann haben wir eine komplett neue Strukturierung. Also es wurde komplett umgemodelt. Wir haben jetzt hier als erstes einen dicken, fetten Himmelauswahl-Button. Wenn wir da drauf gehen, dann haben wir als erstes das altbekannte Menü mit den Namen. Und wir haben neuerdings auch die Möglichkeit, den Himmel mit einem kleinen Vorschaubild hier zu verändern. Ich werde einfach mal den zweiten Himmel nehmen. Dann dauert es kurz, bis das Ganze angewendet wird. Dann haben wir das Ganze angewendet. Und die nächste Änderung, die sieht man auch schon ganz leicht hier in der Oberfläche. Jetzt haben wir hier den neuen Bereich der Spiegelung. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Als erstes kommen wir kurz zur Umstrukturierung. Die einzelnen Bereiche sind jetzt besser organisiert. Wir haben hier den Bereich der Ausrichtung, den Bereich der Maskenvereinfachung, der Szene, die man neu belichten kann, der Spiegelung und eben der Himmelsanpassung. Dahinter verstecken sich diverse, ja, Anpassungen für den Himmel, wie der Name das schon erklärt. Und jetzt der neue Bereich der Spiegelung. Das Ganze ist standardmäßig auf 50% eingestellt. Das Ganze kann natürlich von 0 bis 100 angewendet werden. Hier in diesem Beispiel klappt das auch ziemlich gut, da die Oberfläche hier sehr ruhig ist. Ich habe aber auch noch ein anderes Beispiel, wo das Ganze eben nicht so funktioniert. Und da liegen dann schon die Grenzen des Möglichen. Hier ist eine Wasseroberfläche, die ist ein bisschen rauer, die ist in Bewegung. Wenn ich das Ganze auch hier mal anwende, können wir hier natürlich auch den Himmel austauschen. Ich nehme auch hier wieder den zweiten Himmel. Dann haben wir hier den ausgetauschten Himmel. Das Ganze klappt auch weiterhin auch sehr, sehr gut. Wenn wir jetzt allerdings bei diesem Foto hingehen und hier die Spiegelung bei 50% standardmäßig lassen, dann sieht man davon nicht wirklich viel. Wenn wir das Ganze hier nach oben drehen, wird das Ganze auch nicht wirklich besser. Man sieht eine Veränderung, aber sie ist nicht so stark, da eben hier das Problem besteht, dass die Wasserstruktur die Spiegelung nicht wirklich zulässt. Ich zoome mal kurz rein und raus.
Lumina AI hat auch hier mit dieser Spiegelung, wenn das Wasser in Bewegung war, das Ganze ein bisschen rauer ist, meiner Meinung nach auch Probleme, das Ganze hier scharf zu stellen. Ansonsten haben wir noch die Verbesserung bei den lokalen Masken im Bereich der Texturen, dass wir ja jetzt auch hier den Button Textur öffnen haben. Wir können jetzt hier auch eine PNG-Datei einbinden. Zum Beispiel einfach dieses N als Wasserzeichen. Das Ganze wird dann eingebunden. Dann können wir durch den Button platzieren, der neu ist, das Ganze hier umplatzieren. Beziehungsweise haben dann links und rechts die Möglichkeit, bei den Anfassern das Ganze zu verkleinern und hier zum Beispiel zu positionieren. Wenn das Ganze dann passt, drücken wir einfach nochmal auf den Button Platzieren und dann ist das Ganze fest vorgenommen. Die Deckkraft können wir natürlich wie gewohnt auch einstellen. Das, was mir jetzt persönlich aufgefallen ist bisher, diese Datei, dieses N, ist eine sehr kleine, Kilobyte große Datei. Ich weiß jetzt nicht, ob das an meinem Setting liegt oder ob es am Programm selber liegt, aber das Ganze läuft sehr ruckelig, sehr schwerfällig. Das ist mir jetzt persönlich in den ersten Bearbeitung aufgefallen, wenn es um die Texturverarbeitung hier geht mit den lokalen Masken. Ja, das sind dann schon alle Änderungen, die hier in diesem Update vorgenommen worden sind. Mehr gibt es nicht. Es gibt lediglich noch die Anmerkung, dass es neue unterstützte Kameras gibt und zwei neue unterstützte Datenformate. Welche Kameras jetzt unterstützt werden, schreibe ich euch in die Videobeschreibung bzw. verlinke euch eine Webseite, wo ihr das nachschauen könnt, was die Kameraprofile angeht und auch was die zwei neuen unterstützten Formate sind. Das werde ich in die Videobeschreibung mit einbeziehen. Ansonsten war es das, wie gesagt, schon mit diesem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen und hören uns im nächsten Video. Bis dann.